Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Guten Abend, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Auf viele Dinge in unserem Leben haben wir keinen Einfluss. Doch ist das wirklich so? Laut der Lehre von Feng Shui hat der richtige Energiefluss in der Wohnung und auch im Büro eine große Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Auf was Sie dabei achten sollten, zeigen wir Ihnen heute in der Sendung. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Der Weg zum Traumhaus, worauf es beim Bau oder Kauf Ihres Eigenheims ankommt. Lokal gut versorgt. Die Energieversorger in der Region engagieren sich stark für Umwelt und Service. Und Wohnen nach Feng Shui, wie Sie durch spezielle Bauweise und Einrichtung zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und Leistungskraft kommen können. Träumen auch Sie von den eigenen vier Wänden? Egal ob Neubau oder Umbau, es gibt einiges zu beachten. In der Region geht der Trend dahin, von Anfang an Experten einzubinden, die immer alles im Blick haben. Erbaut im 17. Jahrhundert ist dieses alte Fachwerkhaus das erste Gaststättengebäude in Neufrach bei Salem. Ein Haus mit Geschichte, letztmalig teilsaniert in den 80er Jahren. Jetzt sollte eigentlich nur der Dachboden saniert werden. Doch mit Beginn der Arbeiten kamen immer mehr Schäden an dem Gebäude ans Licht. Eine Komplettsanierung war unumgänglich. Bei einem solchen Großprojekt sollte der gesamte Bauablauf von der Begutachtung über die Handwerkerleistungen bis zur Endabnahme von einer Stelle koordiniert werden. Dass man nicht so viele verschiedene Ansprechpartner hat, sondern dass man einmal im Büro ist und dann mit den ganzen Partnern, die eine Rolle spielen, also Architekt, Zeichner, Kostenrechnungen, was weiß ich, was alles, was halt dazugehört, dass das alles beieinander ist. Das glaube ich schon, dass das hilfreich ist, weil du das als Laie eigentlich allein nicht leisten kannst. Erstellung von Gutachten, Planung, Bauleitung, Energieberatung, Brandschutz. Viele Faktoren müssen auf dem Weg zum Traumhaus beachtet werden. Es ist zum einen natürlich die Koordination mit der Behörde an so einem Projekt, ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und dann natürlich die Kommunikation mit den Bauherren, dass man das, sagen wir mal, unter einen Hut kriegt oder auch gemeinsame Lösungen sucht. Egal, ob Sie ein Haus sanieren lassen oder neu bauen wollen, wichtig ist, sich von Experten beraten zu lassen. Welche Maßnahmen stehen bei Ihrem Bauvorhaben an? Wie kann ich Mängel schon im Vorfeld vermeiden? Welche Fördermittel gibt es und wie kann ich energieeffizient bauen? Das energetische Bauen ist heutzutage schon Standard. Das ist einfach Pflichtprogramm, sage ich jetzt mal. Wer da nicht sogar besser wie der Standard baut, baut eigentlich schon rückständig. Und auch der Preisunterschied ist nicht mehr groß. Also man kann sich da wirklich energetisch sehr viel leisten und das einfach perfekt machen. Das eigene Traumhaus ist oft auch das größte Projekt des Lebens. Wer den Traum vom Eigenheim träumt, weiß, dass ein Haus über Nacht weder gebaut noch gekauft wird. Nach Angaben der Experten boomen Neubauten derzeit. Eine gute Planung vorab muss sein. Also das Nutzungskonzept einfach, wie viel Platz will ich, welchen finanziellen Rahmen habe ich, wie groß kann ich bauen, worauf lege ich Wert, ist es eine große Fensterfront einfach, ein sehr geöffnetes Haus oder sind mir meine Rollläden und meine Balkone wichtig, möchte ich einen Garten rausleben, möchte ich lieber irgendwo einen großen Raum mit Kachelofen haben und das sind einfach so ein bisschen, einfach so das Wohngefühl, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Zuhause gestalten. Der finanzielle Rahmen bestimmt dabei auch maßgeblich über den Haustyp. Den ersten Platz auf der Preisskala belegt das freistehende Einfamilienhaus. Danach folgen Reihen Eckhaus, Doppelhaushälfte, Reihen Mittelhaus und schließlich die Eigentumswohnung. Bei jeder Wunschimmobilie gilt, ein gut geplantes Konzept birgt am Ende keine bösen Überraschungen. Gleiches wie beim Neu- oder beim Umbau gilt übrigens auch beim Verkauf Ihrer Immobilie. Auch hier sollten Sie Experten mit ins Boot nehmen. Bei uns geht es nun weiter mit den Nachrichten und einem Leuchtturmprojekt in Friedrichshafen.
Der Spatenstich für das neue Panoramahaus in Friedrichshafen ist erfolgt. Bis Mai 2016 soll das erste mehrgeschossige Passivhaus im Bodenseeraum bezugsfertig sein. Das innovative Bauprojekt soll vor allem dem Wohnraummangel in Friedrichshafen entgegenwirken und einen Beitrag zur nachhaltigen und modernen Stadtentwicklung leisten. Das Passivhaus in Holzbauweise bietet eine höhere Energieeffizienz und steigert den Wert der Immobilie. Das Handwerk gewinnt verstärkt junge Ausbildungsbotschafter. Seit Mai 2014 konnten im Großraum Ulm, in Oberschwaben und am Bodensee insgesamt 67 junge Menschen für einen Ausbildungseinsatz an einer Schule gewonnen werden. Das Konzept der Initiative: Junge Menschen werden potenzielle Auszubildende im Handwerk. Wir werden Sie über das Leuchtturmprojekt in Friedrichshafen natürlich auf dem Laufenden halten. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit Feng Shui und dem richtigen Energiefluss für Ihr Wohlbefinden. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Hallo? Hallo Sie? Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Ob die eigenen vier Wände oder als sicheres und langfristiges Renditeobjekt. Die Tuttlinger Höfe sind eine sichere und solide Kapitalanlage. Nutzen Sie Ihre Chance und investieren Sie jetzt in eine sichere Zukunft im Herzen von Tuttlingen. Die Tuttlinger Höfe. Modern, attraktiv und renditestark. www.tuttlingerhöfe.de. Das schönste Haus am Platz. Die einzigartige, über 400 Quadratmeter große Fliesenausstellung von Geismayer in Tettnang macht's möglich. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Fliesenschausonntag. Franz Geismayer, Baustoffe und Fliesen. Ihr sympathischer Partner am Bau. www.geismayer.de. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismayer Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismayer.de. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Welches ist der richtige Energieanbieter für mich? Das fragen wir uns immer wieder. Es kommt nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Service an. Und genau für diesen sind zwei Unternehmen aus der Region ausgezeichnet worden. Nicht zu teuer, umweltfreundlich und nah. Das erwarten Kunden von ihrem Energieversorger. Klar, dass die Unternehmen selbst mit diesen Attributen werben. Noch überzeugender, wenn ein unabhängiges Energieverbraucherportal Engagement und Service auszeichnet. In der Region haben zwei Energieversorger das Zertifikat Top-Lokalversorger erhalten. Stadtwerk am See in Friedrichshafen und Thüger Energie in Bad Waldsee. Ganz aktuell hier in Bad Waldsee haben wir vor einigen Wochen eine
E-Zapfsäule für Elektrofahrzeuge bei uns im Verwaltungsgebäude noch in Betrieb genommen. Dann haben wir Erdgastankstelle bei der Thüger Energie, das haben wir mittlerweile 10 Stück in der ganzen Versorgung. Dann haben wir in Kissle-Gramhaus eine Biogasaufbereitungsanlage, wo man wirklich ganz ökologisch den Kreislauf schließe von der Erzeugung bis zum Transport an den Kunden. Als Top-Lokalversorger werden Unternehmen ausgezeichnet, die über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen, ökologische Produkte anbieten, sich regional engagieren und einen Top-Service bieten. Unser ökologisches Engagement sieht so aus, dass wir schon seit Jahren ökologische Produkte im Gas- und Strombereich anbieten, beispielsweise unser Öko-Neutralgas, mit dem unsere Kunden CO2-neutral heizen können, oder unser Strom aus Wasserkraft, der aus erneuerbaren Energien kommt. Zwar merken die Energieversorger in der Region den Wettbewerb zu deutschlandweiten Anbietern, von einem enormen Kundenrückgang kann aber nicht die Rede sein. Gerade solche Auszeichnungen sorgen für einen positiven Effekt und sind für viele Kunden durchaus eine Entscheidungshilfe, wenn es um die Frage geht, welches ist der richtige Energieversorger für mich. Können Sie sich vorstellen, dass der richtige Energiefluss zu Hause oder im Büro Ihr Leben positiv verändern kann? Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie mit einfachen Mitteln zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und Leistungskraft kommen können. Wer einen Raum betritt, merkt meist sofort, ob er sich hier wohlfühlt oder nicht. Oft hängt das von der Einteilung der Wohnung und der Einrichtung ab. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, dort, wo mein Blick hinfällt, geht auch die Energie hin. Ziel war es jetzt hier an diesem Beispiel, dass wir den Flur betreten und uns nicht, so wie die Energie normalerweise, die Treppe nach unten folgen würde, sondern durch den Blick, der auf dieses Bild fällt, diese hier im Raum gewahrt werden kann und sich dann in die Küche und ins Wohnzimmer verteilt. Es ist die Lehre von Feng Shui, übersetzt die Eigenschaften von Wind und Wasser, die Kunst und Wissenschaft des Lenkens von positiver, gesunder Umgebungsenergie. Ob Wohnung oder Garten, es kommt darauf an, wo etwas steht und was es dadurch bewirkt. Wie man jetzt hier sieht, ist das im Grunde genommen ein Lichtfänger, der fängt jetzt das Licht und erhält natürlich auch, sagen wir mal, diese Gartennische jetzt dadurch, und sie bildet ja auch einen Hauswächter ab, also eine Hauswächterin ist dort abgebildet als Silhouette, die im Grunde genommen hier auch die Energie im Haus führt. Auf den ersten Blick sieht dieser Garten nicht anders aus als andere. Und doch macht die Gestaltung hier den Unterschied. Erstmal vom Planungsansatz her versuche ich, das, was im Garten schon angelegt ist, freizulegen. Dass man da fließende Beetformen gestaltet, damit man eine Balance in der Formensprache findet zwischen dem rechtwinkligen, was wir jetzt durch die Terrassen viel hier haben, das auszugleichen, damit man einen guten Energiefluss ins Haus runterbekommen. Möglichst also so über den Teich ins Wohnzimmer rein dann. Die Energie soll in den eigenen vier Wänden bleiben. Wer bislang nicht nach Feng Shui gebaut oder eingerichtet hat, muss jetzt aber nicht gleich alles ändern. Oft reichen schon kleine Dinge für ein besseres Wohlbefinden. Wenn man einen Raum betritt, ist der Brennpunkt oder der Punkt, der einem zuerst ins Auge fällt, diagonal von der Türe gegenüber. Dieser Punkt sollte einen aufbauenden Charakter haben, also etwas Schönes sein wie eine grüne Pflanze oder ein Bild, das uns besonders Freude macht, oder einfach nur Farbe, Energie da sein. Und diese Energie bestimmt den Raum. Dieses wohlige Gefühl soll damit erzeugt werden und Geborgenheit. Und es jeden Morgen ein Stückchen mehr Energie. Feng Shui soll zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und Leistungskraft führen. Und morgens mit einem guten Gefühl aufzustehen, kann zumindest nicht schaden. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir gehen heute besonders energiegeladen nach Hause. Kommende Woche dann das Thema Neu für Alt. Es geht um die weiße Ware und ein Experte hier im Studio. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.